Hallo mein Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz in der neuen Folge Pflanzen gegen Zombies. Ja, wir waren letztens bei den endlosen Rätsel und sind ja bei Stufe 4 angekommen. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir das noch schaffen. Das hier ist ja ziemlich schwierig. Ziemlich schwierig. Weil mit den Magneten kannst du hier keinen Eimerlichen durch die Gegend schicken. Das ist einfach nicht möglich. Wir probieren mal den. Dann probieren wir hier, was schwer wird. Und den zum Graben haben wir auch nicht durchschicken durch die Magneten. Ne? Das ist schwierig. Na, hier oben kriegen wir noch was hin. Und hier müssen wir die Magneten mal wegfressen lassen. Weil die reichen, glaube ich, immer zwei Felder. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, hier ist zumindest der Magnet weg. So, hier haben wir die Sonne. So, kriegen wir hier oben jetzt noch die Sonne? Oder können wir jetzt hier, obwohl müsste eigentlich jetzt der Eimer hier oben gehen. Dann probieren wir. Oh nee, das reicht doch so lange. Ah, das ist ein Mist, Mensch. Ich da, ganz schlecht. Ganz schlecht haben wir das gemacht. Oh, ich dachte, der reicht gar nicht so weit. Ich hab wieder das Reichtum in der Welt. Oh, wieder Kackwurst gebaut, jo. So, hast du mir den Magneten jetzt aufgegessen? So, jetzt müssten wir mit der Eimerlichen hier hingehen. Einer. Oh Gott, da haben wir wieder nicht viel übrig. Mal sehen, wie viele Stufen wir noch schaffen. Wir haben jetzt noch eine Sonne, haben wir jetzt noch. Oh Gott, der Red Lady. Hab ich überhaupt die Öffnung mehr? Und nicht, dass das dann noch. Der Erfolge wechselt, du. Oh, 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 Schokolade wieder, das ist gut. Gut gemacht, Serie 5. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt das war. Oh Gott, oh Gott, oh. Ach, auch noch mit Feuer. Und Stern. Bomben. Da kommst du ja gar nicht hin. Guck mal, wir haben auch gar nicht mehr so viel Blumen. Haben wir gar nicht mehr. Hier hast du so einen Querschießer. Wir können jetzt manchmal so einen Magnet hier wegzukriegen. Dann machen wir den Magnet. Machen wir den Frist. Hier haben wir hier auch noch einen Stern. Das ist auch schlecht. Der Stern ist auch schlecht. Magnet haben wir jetzt schon. Okay, hier ist keine Bombe. Gucken wir mal, ob wir den Stern wegkriegen. Ob er das schafft oder ob er vorher schon umfällt. Gut, der ist weg. Jetzt muss das noch weg, ja.
Wir können mal durchschicken, würde ich sagen. Mal sehen, ob das alles immer kluge Entscheidungen. Ich glaube, der fällt eher um, das war falsch. Einen zylindrischen hätten wir hier nehmen. Durch das Fressen schafft er jetzt wenigstens das bis zur Bombe. Ja, gut. Hier ist auch schwierig. Hier ist es auch schwierig. Hier kannst du nichts zum Graben. Hier kannst du nichts. Du musst erst einmal so ihn nehmen. Oh, hilft ja nicht, hier unten müssen wir ja die kleinen investieren, ja. Brauchst du nochmal einen Eimerlichen, weil sonst der zum drüber springen, ja, weil da ist das zu weit weg. Ich glaube, da kommen wir dann nicht mehr weit hier jetzt. Nee, ist immer nicht so einfach, du. So, zumindest haben wir jetzt Serie 5, aber wird immer schwieriger. Serie 6. Na da, mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So.
Ich muss erstmal die Bombe weg. Boom. Ja, dann können wir den hier durchfinden, würde ich sagen. Hier haben wir natürlich einen Kürbis noch dazwischen, das ist echt schlecht. Okay. Ah, hier ist der Kürbis dazwischen, kann ich eh nichts machen. Also viel haben wir nicht mehr übrig hier. Das werden wir kreuzen mit Ach und Krach, wenn wir die Serie hier hinkriegen. Nicht, damit wir genug Hirn in der Birne haben, ja. So, hier müssen wir so hin nehmen. Hoffen, dass der noch gesprengt wird, wenigstens. Wir haben die Vorhänge verliert. So, nun können wir hier bloß eben im Eimer, weil sonst wird das nichts. Zwei Teppiche, das hält der andere nicht ab. Tja, 550 Sonnen, das wird wahrscheinlich nicht viel werden hier. Aktuelle Serie 7, du bist Serie 7. Oh Gott. Oh, ah. Schafft ihr das hier wegzumachen? Den Magneten. Komm, friss. Ja, sehr schön. Ja, dann nehmen wir hier mal einen Eimer hin. Ja, muss ja bis das Ding hier noch wegfressen gehen. So. Ja, musst du hier nicht machen. Wir müssen nur noch das Ding hier wegfressen. Sehr schön. Das ist sehr schön. Das macht nichts. So, du weißt es nicht, hält der Zylon die drei Dinger aus hier? Tja, meine Lieben, viele Sonnenblümchen sind nicht mehr übrig, also ich denke, eine achte Serie werden wir wohl nicht vollenden hier. Weil wir haben keine Sonnenblümchen mehr, jetzt brauchen wir noch 150 und da sieht es schlecht aus. Haben wir zu viel verplempert. Oh.
da haben wir zu viel verplempert. Tja, du, tja. Oh Gott, guck mal, wo haben wir denn hier Sonnen? Hier oben haben wir Sonnen. Gute Frage, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall so hinschicken, das geht nicht anders. Aber was machen wir jetzt hier? Hier haben wir noch einen Kürbis dazwischen. Hier unten haben wir einen Gräber schicken, das geht. Oh, hier haben wir noch einen Kürbis. Hier haben wir auch noch zwei Bomben. Der Kürbis ist schlecht hier unten. Und da oben auch. Und zwei Bomben, das wird alles nichts sein. So, und der Kleine, wenn der Pilz spuckt, der kommt nicht immer bis zum... Schalsch gemacht. Oh, ich Trottel, Mensch, hier sollte doch der hin. Oh, haben wir wieder verplempert. Hier kannst du irgendwie einen Gräber schicken, weil hier den Kürbis dazwischen hast. Ich schaff da wenigstens die Bombe auszulegen, wenigstens das. Dann tun wir mal einen Eimer lischen. Ja, da haben wir jetzt nicht mehr viel übrig. Also, bumm. So, hier kannst du nur einen Eimer nochmal nehmen, weil sonst die anderen gehen ja alle hops. Und Gräber, und das wird ja zu teuer. Wir haben nichts mehr, wir haben nur 100, da wird nichts mehr, meine Lieben. Also ich glaube, bei Serie 8 müssen wir das Ganze hier beschließen. Ah. Immerhin sind wir ja so weit gekommen, nur immerhin. Gut gemacht, du Serie 9. Haben wir Diamanten nochmal gekriegt, einen Diamanten. Naja, nee, hier Leute, seht ihr das? Seht ihr, was ich sehe? Ja, schießt Brett. Ja, da gibt's so viel Alarm, meine Lieben, da haben wir hier nie genug Sonnen dafür. Hier haben wir nicht genug Sonnen, dass wir hier können irgendwas bratwurstieren. Das ist einfach nie.
Das hat er noch nicht mal geschafft, die Sonne ganz aufzufressen. So. Ja, jetzt ist wenigstens der Magnet weg. Aber der schafft das auch nicht. Er musste ihn mit Eimer nehmen, das hilft nichts. Ja, hier unten können wir mal einen Gräber versuchen, dass wir die Sonne kriegen, aber wie gesagt. Hilft ja nicht. Den hier oben müssen wir eben in den Eimer nehmen. Und hier haben wir noch eine Sonne, aber wie man die kriegen, ist eben völlig. Ist mir völlig schleierhaft. Oh, ach du liebe Güte, da haben wir ja. Ne, das wird nichts mehr, Leute. Ich glaube hier. Ja, weiß ich gar nicht, was ich machen will. So, gleich futsch. Gleich futsch. Ja, schafft er noch den abzufressen? Oh, noch nicht. Ja, immerhin haben wir hier noch ein Gehirn, aber hier brauchen wir auch noch ein Gehirn. Da müssen wir sowieso so einen kleinen Flitzer einsetzen. Und hier oben müssen wir einen Eimerlichen hinstellen. Das hilft alles nichts. So, und dann sieht es schon schlecht aus. Dann kommen wir zwar einen Eimerlichen und er hält eine Weile, aber hier wird er gefressen und dann ist es Ende. Ja, wir müssen es halt zu Ende machen, damit es dann. Weil hier wisst ihr jetzt nie, weil kriechen können wir nicht, da macht es Kabum. Der hält nichts aus. Drüber springen, dann wird die Pflanze. Tja Leute, da war es das immerhin bis Jahre 9 sind wir ja gekommen. Ne? Wir gucken uns den Spaß noch ein bisschen an und dann ist. Ey, Gehirn kriegen wir auf jeden Fall noch. Weil die Sonne, das wird eben immer sparsam. Und dann wird er ja hier gefressen. Das ist also. Das ist also Jacke wie Hose, die, oder Hose wie Jacke oder so. Naja, genießen wir das Schauspiel noch ein bisschen. Das ist gemein, die Reihe. Das ist wirklich gemein. Also von jetzt schwupp weg war er und das war's. Ist der? Ja, nee, nochmal machen wir's nie. Aber wir haben immerhin 9 in Folge geschafft. Ne? Also. Ah, ja. Lenzchen. Nee, das machen wir das nächste Mal. Wir haben schon wieder Überlänge gleich wieder. Ja, meine Lieben.
Endlose Rätsel Teil 2. Nicht? Und wir sind bis 9. Immerhin, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer nette konstruktive Kommentare. Däumchen da oben, ein oder anderen abonnieren. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir das nächste Mal spielen, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.